Umgang mit Aversionen bei anderen. Vielleicht ist in deiner Umgebung ein Mensch, der hat viele Aversionen. Der mag dieses nicht, er mag jenes nicht und er sagt ständig, was er nicht mag und das bringt Unruhe ins ganze Team. Vieles kreist darum, was er mag oder nicht mag. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten umzugehen und du musst diese abwägen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, du schaust, was kann der Mensch, was mag der Mensch, wo ist er gut drin und am besten das auch schriftlich irgendwo fixieren, ihm vielleicht als E-Mail geben oder wenn er sieht, dass du das niederschreibst, reicht das oft schon aus. Dann kann er nämlich nicht sagen am Anfang, ich will das und nachher sagen, nee, das will ich nicht. Du kannst das irgendwo mit ausmachen, das kannst du sowohl als Chef als auch im Team. Und dann kann man herausfinden, wer mag was. Natürlich muss man wirklich immer auf die Aversion einzelner Menschen eingehen. Nicht immer. Manchmal muss man sich bewusst machen, ja, was ist unser gemeinsames Anliegen, was ist unser gemeinsames Ziel, wie können wir das angehen? Und dann verteilt man eben die Aufgaben und wenn der Einzelne in dem Moment nichts sagt, dann kann man davon ausgehen, ja, das ist jetzt seine Aufgabe. Und wenn er nachher sagt, er mag es nicht, dann kann man immer noch sagen, ja, wir haben die Aufgaben verteilt, jeder hat gesagt, dass er das macht und wir haben uns darauf verlassen, dass du das auch machst. Wir sind davon ausgegangen, dass das, was du sagst, auch tatsächlich gilt. Manche Menschen haben dann genügend Selbstachtung zu sagen, okay, stimmt. Es gibt noch eine weitere Sache. Manchmal hast du eine gewisse Verantwortung für einen Menschen, vielleicht als Teamleiter, vielleicht als spiritueller Berater. Und dann kann es sogar eine Aufgabe von dir sein, dem anderen zu vermitteln. Er muss mal aufhören, sein Verhalten von Zuneigung, Abneigung, Aversionen und so weiter bestimmen zu lassen. Wenn man alles tut, was man mag und alles vermeidet, was man nicht mag, wird man ja nicht glücklich. Eventuell kannst du dem Menschen sagen, ja, es wäre mal gut, wenn du an deinen Aversionen arbeitest. Es wäre gut, wenn du lernst, auch das zu tun, was du nicht so gut magst. Aber du musst überlegen, bist du in einer Position, so mit einem anderen Menschen zu sprechen?